Wir haben diese Kameras selber gebaut. Wir haben Plättchen genommen, Metallplättchen, und dann mit einer Nadel ganz kleines Loch da reingestochen. Und das haben wir dann nachher in eine Lochkamera, in eine Dose reingeklebt. Wir haben in die Dose lichtempfindliches Papier gelegt, und die Dose war von innen schwarz angemalt, und haben dann die Dose zugemacht von oben und mit Klebeband fixiert, dass auch kein Licht rein konnte. Ja, interessant ist es, vor allem, dass man aus einer einfachen Dose, zum Beispiel einer Kaffeedose, so tolle Bilder herstellen kann, was man ja gar nicht denkt. So, sonst hat man ja immer nur digitale Kameras. Und wenn man dann so hört, ja, wir machen Bilder mit einer Dose, also das ist eigentlich faszinierend. Also sozusagen ist es auch irgendwie eine Art so Phänomen der Natur, würde ich sagen. Weil, dass man das dann so festhalten kann. Mich hat gewundert, dass aus einem weißen Blatt Papier und ein bisschen Licht doch ein vernünftiges Foto werden kann. Also ich war schon beeindruckt, dass das wirklich so einfach geht. Also hier kann man jetzt auch schön Positives und Negatives sehen. Das hier ist jetzt das Negativbild. Und das wird halt dann nachher wieder belichtet. Da werden halt ein weißes und einmal das Negativbild aufeinander gelegt. Und ja, dann kann man das auch wieder entwickeln. Also das war das zweite Bild, was wir gemacht haben. Und hier sitzen wir drei. Und ja, hier vorne stand dann so die Lochkamera. Und dann haben wir irgendwie 4 bis 5 Minuten, mussten wir dann ruhig sitzen. Und dann konnten wir das entwickeln lassen. Ich fand es natürlich sehr interessant, dass man mit einer Dose Fotos machen konnte. Was mich aber sehr interessiert hat, war, diese Effekte auszunutzen, von einer runden Dose zum Beispiel. Und ich habe mir halt vorher Gedanken gemacht, was ich so mit dem Foto zeigen möchte. Ja, da bin ich halt auf die Idee gekommen, mich einfach auf die Schaukel zu setzen. Also was mir auf dem Foto halt sehr gut gefällt, ist, dass die Linien nicht komplett klar sind, sondern halt auch zwischendurch sehr verschwommen. Ja, die Atmosphäre, also auf diesem negativen Bild, finde ich, ist es schon sehr düster. Und ja, es drückt halt so für mich so Traurigkeit vielleicht auch aus. Mir hat das Foto am besten gefallen, da wo wir an der Brücke mit dem Graffiti standen. Da man halt wegen dem Schwarz-Weiß hat man die ganzen Wörter und die ganzen verschiedenen Zeichen sehr gut erkannt, weil da ja sehr viele verschiedene Muster sind, und ja, das fand ich gut. So, das, was ich hier in den Händen halte, ist eine 360-Grad-Kamera. Man kann 4 Fotos gleichzeitig erstellen, mit jeweils einem Loch. Und das Bild, das dabei entsteht, ist wirklich eine 360-Grad-Rundumsicht, alles verzerrt. Das sind 4 einzelne kleine Bilder, von links nach rechts. Und die fließen ineinander über, das liegt daran, dass jedes Loch nur einen bestimmten Bereich abdecken kann. Zwischen den 4 Abschnitten sind jeweils unklare oder unscharfe Streifen, da wo eben nicht genügend Licht hingefallen ist. Diese Kamera, aber auch alle anderen Kameras, stellen die Wahrheit nicht so dar, wie sie wirklich ist. Es ist nur ein Abbild der Umgebung, alles verzerrt, natürlich nur schwarz-weiß und auch unscharf, wenn sich das Objekt bewegt oder aber man die Kamera, die Dose bewegt. Einmal habe ich versucht, die Kamera in den Händen zu halten, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Das Bild ist verwackelt und verschwommen, man hat nichts erkannt. Und ja, daraus habe ich gelernt, dass man die Lochkamera lieber abstellen sollte und nicht sich festhalten. Unsere Gruppe hat auch mit einem Koffer Fotos gemacht. Es hat uns halt einfach gereizt, was anderes zu nehmen wie die anderen. Und im Endeffekt waren die auch viel schöner, unserer Meinung nach. Ja, hier vorne sieht man halt, also dass hier so ein wirklich ein ganz kleines Loch ist. Also ich glaube, das sieht man gar nicht. Und wenn man dann eben ein Foto macht, nimmt man dieses kleine schwarze Stück Klebeband ab und nach einer gewissen Zeit tut man es dann wieder drauf, wenn man fertig ist. Und ja, dann geht man wieder in diese Dunkelkammer und kann die entwickeln.
Ja, das Schöne bei dem Koffer war halt auch, dass man mehrere Blätter, also mehrere Fotopapiere da reinlegen konnte und das somit ein großes ergab. Wir haben jetzt eigentlich in der Regel immer vier Blätter genommen und das ergab dann halt ein großes Bild. Mit der Lochkamera kann man auch Bilder machen, die optisch verzerrt sind, die nicht mit dem Original übereinstimmen. Das sieht sehr schön aus. Ich habe auch mit einer Dose gearbeitet, die Musik abspielen kann. Das gibt auch einen schönen Effekt, während man warten muss.